Okay, also sie hatte da ein Date mit einem Fisch im Ozean. Ist natürlich jetzt auch ziemlich unwahrscheinlich, dass ich den jetzt wo ist denn jetzt? Ah, okay. Erfolg. Skalar. Ich nehme an, da muss ich höchstwahrscheinlich ein bisschen öfter angeln und ein paar Fische hier rausholen, damit dann irgendwie einer mit diesem Haken versehen ist. Naja, so wird das nix. Wo ist denn die Angel da? Eine Scholle. Kann ich noch irgendetwas, irgendwelche Details? Letztens war ich beim Ozean angeln. Jetzt muss ja hier sein. Irgendwie. Was liegt da? Ein Seestern. Eine Schnecke? Ja gut, okay, komm. Versuchen wir es nochmal. Ich gehe davon aus, ich muss einfach. Ich muss einfach öfter angeln und was rausholen und dann ist bestimmt irgendwann dieses Riesending dran mit dem Haken. Scheiße. Verkackt. Zwei und eins. 2 und 4, 2 und 4, 1 und 3. Kalmar. Sieht ein bisschen geil aus, der Kalmar. Ich finde gut, dass es nicht gleich vorbei ist, wenn man aus Versehen die falsche Taste drückt. Als ob dieser Fisch, den ich da gerade rausgeholt habe, hier oben schwimmt. Das ist so ein Tiefseefisch mit diesem Licht vorne am Kopf, dieser Peitschen irgendwas. Ein Flussbarsch. Hier, diese, die kommen doch aus der Tiefe eigentlich. Ein roter Schnapper. Mann, Mann, Mann.
bin ich jetzt aber ein bisschen beschäftigt. Zwei und vier und eins. Zwei und drei. Zwei, zwei. Das scheint wohl ein größerer gewesen zu sein. Was werfe ich denn da jetzt weg? Hier den Sumpfstein. Flasche mit Haken. Das ist bestimmt das, was Ria meinte. Ich hoffe es. Ich hoffe es stark. Ich glaube, ich nehme das mal in die Hand. Seetang. Eine Flaschenpost, in der ein Haken steckt. Könnte das? Ja, bestimmt. Die Flaschenpost birgt bestimmt weitere Hinweise. Hüpft da jetzt hoch. Natürlich nicht vergessen, die Augen nach Bienen offen zu halten. Ganz klar. Also zwei weitere Königinnen bedeutet, ich kaufe mir gleich zwei weitere Bienenhäuser. Oh. Ist das in der Flasche etwa mein Glückshaken? Ja. Sieht auf jeden Fall danach aus. Ja. Gibst du mir die Flasche mit Haken? Ich glaube nicht, dass der richtige. Na klar, aber was steht da? Ich will dir nicht verraten, was drin steht. Ja. Noch nicht. Bring das einfach zu Max, er wird wissen, was du brauchst. Nochmal vielen Dank. Ja. Du ahnst gar nicht, was mir der Haken bedeutet. Brief an Max. Mein Tagebuch wurde aktualisiert. Ja, okay. Jetzt ergibt das Sinn. Jetzt weiß ich, wo ich hingucken muss. Wie der läuft, ne? Könnte schon die Beine wegziehen. Max. Ah, wo bist du? Ah, ist das ein Brief von Ria? Ja. Ich werde ihn dir schnell abnehmen. Ja, ach so. Es geht also wieder um ihre Geschwister. Sie kam mit ihrer Geschwister nach. Sie kam mit ihrem ihrer Geschwister nach Staxel. Sie waren. Oh, ich schweife wieder ab. Entschuldige. Ria wollte dir ein paar Dinge aus ihrem Fundus überlassen. Ich werde sie dir nur allzu gerne zuschicken. Komm gerne wieder vorbei, um dich mit mir zu unterhalten. Ja, dann mach ich das doch. Manchmal denke ich, dass ich einen Assistenten gebrauchen könnte. Alles selber zu machen ist eine ungeheure Belastung. Es ist jedoch schwer, jemanden zu finden, dem ich zutraue, den Job anständig zu erledigen. Ja. Huch. Ja, das glaube ich. So, also ich soll jetzt zu meinem Briefkasten gehen. Denn ich habe einen Brief. Und dieser Brief wird mir irgendwas geben. Oh, warte. Bienen, 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 Bienen. Ich brauche vorher noch zwei Bienenhäuser. Ich habe keine Lust, hier 100 Millionen Mal hin und her zu rennen.